Pünktlich zum Unterricht. So will ich das sehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Three Houses. Im letzten Part haben wir Claudes Sidequest, die Legende im Sand, glaube ich, so hieß die, haben wir geschafft. Und wir haben wirklich einiges geschafft. Wir haben eine Waffe bekommen, wir haben Items geklaut, wir haben einige meiner Charaktere haben bestimmte Sachen erlernt. Das ist so viel, dass wir uns das alles erstmal gleich angucken müssen, schön in Ruhe. Jetzt müssen wir aber erstmal unterrichten und danach gucken wir uns die ganzen Sachen an. 7 Aktivitätspunkte. Wir haben Catherine und Seth, die richtig gut gelaunt sind. Leonie ist richtig gut gelaunt. Die 3 kommen also auf jeden Fall dran. Annette wäre Nummer 4, 5, 6, 7, 8. Einen werden wir also nicht unterrichten von denen, die hier sind. Ich guck mal. Wobei Annette, der würde ich schon gerne auf... Ja doch, Annette unterrichten wir. Hilda könnte ich bei Lanze verbessern. Bei Marianne könnte ich sogar vielleicht auf Schwert gehen. Oder gehen wir bei ihr auf Lanze, ja. Raphael könnte ich auf Axt gehen. Und Claude, ja, Claude ist gut genug. Dann unterrichten wir Claude heute mal nicht. Alle anderen kommen heute dran. So, Catherine. Ja, deine Autorität ist B, das ist eigentlich ziemlich episch. Deine Faust ist A, dein Schwert ist A+. Gehen wir nur auf Autorität. Die Faust kannst du ja im Kampf lernen. Wobei, die Autorität kannst du ja auch im Kampf lernen, wenn du sie benutzt, ne? Aber du greifst halt öfter mit der Faust an, als mit deiner Bataillon. Seth. So. Lanze ist B+, Axt ist B, dann bringen wir deine Axt jetzt auf B+. Sehr gut, immer weiter. Yes. Das will ich sehen. Und B+. Krass, er hat nur großartig gehabt. Axt auf B+, Axt Level 4. Sehr schön. Annette. Axt ist B, Vernunft ist B. Glaube ist C+. Dann werden wir... Oh, deine Autorität ist sehr gut. Machen wir da, wo du am meisten hinten liegst, die Axt. Eventuell wäre es jetzt schlau zu sagen, wir machen Autorität, weil sie da gut ist. Dann erreicht sie vielleicht ein Perfekt, sodass ich dann... Obwohl... Ja komm, machen wir es mal. Wir probieren es. Vielleicht kriegt sie ein Perfekt. Nein, schade. Egal, nicht schlimm. Leonie, du bist ja überall schon ziemlich gut. Dein Reiten könnten wir... Nee, das ist noch zu viel. Reiten ist auf A, Autorität ist B+, alles andere ist B+, nur Reiten ist A. Dann mach mal bitte deine Autorität, ja. Wir gehen jetzt nur auf Autorität. Das verbessern wir ein bisschen. Alright. Hilda, deine Lanze bringen wir auf B+, wird Zeit. Lanze Level 4. Sehr schön. Marianne. Deine Lanze muss sich verbessern, Marianne. Reiten ist B+. Glaube ist A+. Holy damn. Autorität ist B. Deine Lanze. Ich möchte, dass du auch mit der Lanze ein bisschen besser angreifen kannst. Das ist nicht schlimm. Trösten. Alles gut. Solange du dir Mühe gibst, ja, siehst du, jetzt auf einmal haben wir ihn perfekt. Ist nicht schlimm. Sehr schön, Marianne. Solange du dich anstrengst, alles andere ist egal. Selbst wenn du eine schlechte Note schreibst, solange du weißt, ich habe geübt, ich habe mein Bestes gegeben, da kann die schlechte Note sonst noch so schlecht sein. Vollkommen egal. Raphael, ich möchte deine Axt auf A haben. Natürlich könnte ich auch auf Rüstung gehen oder auf Autorität gehen, aber bei dir, ich möchte unbedingt deine Axt auf A. Erst deine Axt und dann alles andere. Okay, das war's. Ich glaube, bei Gruppenaufgabe, das lasse ich so. Das können wir so lassen. Training beginnen. Bogen und Autorität auf Vernunft? Nein, erstmal nicht. Ich glaube, das habe ich noch bei... Das habe ich, wenn, dann überhaupt bei einer einzigen Person einmal angenommen, weil sie genau das machen wollte, was ich eigentlich noch einstellen wollte. Ansonsten habe ich die Ziele nie verändert. Ich habe die mal selber gesetzt. We did a fine job.
Oh yeah, sehr gut. Well worth the effort. Flayn mit Vernunft auf Level 4. Schön. Und der nächste Sonntag ist angebrochen. Kein Kampf, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, kein Kampf. Ich werde ganz kurz cutten. Ich bin gleich wieder da. So, 24 Stunden später. Ja, da bin ich wieder, Leute. Ich habe auf Aufnahme gedrückt. Und 5 Minuten später wurde ich gerufen. Und dann kam eins zum anderen. Und auf einmal war der Tag vorbei. Und jetzt sind einfach 24 Stunden vergangen. Sogar mehr. Weil ich hatte das gestern früh aufgenommen, die letzten 5 Minuten, die ihr gerade gesehen habt. Und jetzt ist es Abend. 1,5 Tage vergangen nach dem Cut. Ich hasse das, muss ich dazu sagen. Ich meine, du sitzt dich hin, drückst auf Aufnahme. Die ganze Zeit ist nichts, ja. Dann drückst du auf Aufnahme und 5 Minuten später wirst du gebraucht. Und dann kommt das und dann passiert das und dann einkaufen und so und so. Und auf einmal ist der Tag vorbei, du gehst pennen. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich habe einiges verändert. Ich kann euch jetzt nicht wirklich genau sagen, was ich verändert habe, Leute. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Ich habe an den Einheiten, ich habe sehr viele Waffen umgeändert. Ich habe geguckt, was für... wir haben ja einige Sachen gelernt gehabt. Felix hat irgendwie die vergiftete Klinge gelernt. Und Raphael hat auch was gelernt. Und Lysithia hat was gelernt. Bei Raphael, da wollte ich dann doch nochmal was gucken. Kurz. War das bei den Fertigkeiten? Zauberbrecher hatte er gelernt. Verleiht beim Kämpfen mit der Faust gegen Magieanwender. Treffer, Abwehr plus 20. Und... Waffenloser Kampf. Ermöglicht es, diese Einheit ohne Waffe zu kämpfen. Nee, das brauchst du jetzt nicht. Da ist alles andere, was du hier gerade hast, besser. Eventuell will ich den Zauberbrecher haben, aber muss nicht unbedingt sein. Verleiht beim Kämpfen mit der Faust gegen Magieanwender. Obwohl, das ist eigentlich ziemlich episch. Dann, was nehme ich dir jetzt dafür weg? Sammeln, ne? Obwohl, Bataillonszorn. Das können wir wegmachen. Genau, Lysithia hat... die renitente Magie bekommen, verleiht Magie plus 8, wenn HP 25% oder weniger sind. Episch. Felix hat vergiftete Klinge bekommen. Trifft der Angriff dieser Einheit, verlieren Gegner nach einem Kampf bis zu 20% ihrer maximalen HP. So, Mercedes hatte Erneuerung, das kennen wir ja schon. Stellt zu Beginn jedes Zugs bis zu 20% der maximalen HP wieder her. Flayn hat das auch bekommen, habe ich ihr auch... Ne, das habe ich ihr aber nicht gegeben, weil ich die anderen Sachen, die sie hat, besser finde. Müssen wir ja auch nicht. Hat sonst noch irgendwer irgendwas gelernt gehabt? Ich glaube nicht. Aber wenn ich schon mal hier bei diesem Bildschirm bin, guck hier doch nochmal. Aber ich glaube, das war's. Sonst hat niemand was Neues gelernt gehabt. Ist auch nicht schlimm. Okay. Wie gesagt, dann habe ich noch einige Waffen bei den Items verändert, aber da müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen. Das Einzige, was ich vielleicht sagen kann, ist, dass Raphael jetzt die Okon Vasara Axt hat. Die haben wir vor langer Zeit bekommen und die kann man erst benutzen, wenn man im Axt ein A ist und das ist Raphael bald. Er ist zwar immer noch ein B+, aber er ist bald ein A, deswegen habe ich ihm das gegeben. Und dieses heilige Schwert, was wir bekommen haben, habe ich Felix gegeben. Das Begeilter Schwert. Da muss man ein A sein. Auch er ist noch ein B+. Aber sobald er ein A ist, wird auch er es dann nutzen können. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Raphael hat ja noch 40, dann hat er in der Axt auch ein A. Also das wird nicht lange dauern. Und wo haben wir ihn? Felix. Ja, bei Felix dauert es vielleicht noch, bis er sein Begeilter Schwert benutzen kann. Aber trotzdem. Ich wusste jetzt nicht, wem ich das sonst noch geben soll. Einige Gespräche haben wir auch, aber die machen wir jetzt nicht heute. Ja, ansonsten, was können wir jetzt machen? Wir können Ausruhen drücken, weil heute gibt es keinen Kampf. Heute wird es nur eine Wachstumsphase geben, dafür brauche ich jetzt nicht ins Kloster gehen. Ruhen wir uns aus, damit sich die Schüler ja, ausruhen. Und neue Unterrichtswoche. Eventuell kann ich ja jetzt Raphael in der Axt auf ein A bringen. Und Felix werde ich wahrscheinlich im Schwert boosten. Ah, die sind alle nur so normal gelaunt, außer Claude. Ja, dann wird Claude auf jeden Fall unterrichtet. Bringen wir seine Axt auf B+. Wie wär's? Sehr guter Anfang. Sehr schön. Axt auf B+. Axt Level 4 erlernt. 2 hast du noch. Dann mache ich... Bogen bist du in der Mitte. Autorität bist du noch vielleicht... Ja, am Anfang. Fliegen. Da du ja fliegst, brauchst du das eigentlich.
Dann machen wir fliegen. So, Raphael, ich boost dich jetzt in der Axt. So gut es geht, come on. Okay, noch 20. So, jetzt muss ich mir die anderen Schüler anschauen. Wer hat denn... Genau, Felix können wir mal beim Schwert boosten. Einfach damit er sein... sein Schwert schneller benutzen kann. Das, was ich ihm gegeben habe. Oh, Mercedes hat im Bogen ein B erreicht. Das ist sehr schön. Wir könnten eventuell... Nee, ich weiß nicht, das schaffen wir nicht. 43 ist noch viel, um die Vernunft bei ihr auf B plus zu bringen. Und ich glaube, ihren Glauben auf B ist besser, als wenn wir jetzt erstmal auf ihre Vernunft gehen. Oder? Machen wir trotzdem Vernunft. Erreichen wir das erstmal B plus. Und dann können wir wieder auf Glauben gehen. Dich hatte ich auch schon lange nicht mal unterrichtet, glaube ich, Seth. Deine Autorität auf A wäre richtig sick, aber das schaffe ich nicht. Dafür bist du noch zu schlecht gelaunt. Flayn. Aber Flaynes Autorität vielleicht auf B plus? Ein Perfekt ist schon mal sehr gut. Damit kann ich sie nochmal unterrichten. Oh yeah, noch ein Perfekt. Sehr schön, Flayn. Das will ich sehen. Sehr gut. Autorität auf B plus. Sehr schön. Ja, bei Shamir und Catherine will ich eigentlich nichts machen, weil, guck mal, sie ist 1A-Sniper, ja, und sie ist 1A und sogar noch ein A in der Faust. Also, das ist schon echt krass. Wenn, dann müssten wir bei Shamir auf Lanze gehen, dass ich ihre Lanze auf A kriege. Aber da würde ich das auch lieber erst machen, wenn sie ganz gut gelaunt ist. Petra, dich habe ich schon lange nicht mehr unterrichtet. Sie hat Schwert, Axt, Bogen... Sie ist, glaube ich, die Einzige, die drei Waffen benutzt. Das ist schon ziemlich sick. Oh, Dorothea hat eine Autorität, möchte B werden. Sehr schön. Defensivtaktik erlernt. Loben natürlich. So, was jetzt? Oh, Schwert. Definitiv Schwert. Komm schon, yes. Schwert ein B+. Sehr schön. Schwert Level 4. Das hat sich doch gelohnt. Nee, das schaffen wir nicht. Lanze auf A bei Leonie. Dafür müsste sie schon besser gelaunt sein. Und ich kann nur noch einmal unterrichten. Wir könnten Marianne im Schwert auf B bringen. Wir könnten Lysithias Glauben auf A bringen. Entweder Lysithias Glaube. Oder auch bei Hilda ihre Autorität auf B. Schade, dass ich jetzt nur noch eine Person unterrichten kann. Egal, machen wir Hilda. Bringen wir ihre Autorität auf B. Nicht mal das. Schade. Naja, kann man nicht ändern. So, ich kann jetzt leider nicht mehr sehen, wer hat mit wem jetzt noch ein Gespräch offen. Das hätte ich mir merken müssen, ne? Ich weiß noch, dass Felix sehr, sehr viele Gespräche hat. Felix ist, glaube ich, der Schüler, der noch mit sehr, sehr vielen Leuten ein Gespräch hat. Da kann man es sehen. Mit Flayn zum Beispiel, mit Seth, mit Annette. Ja, machen wir mit Annette. Guck mal, da sind noch sehr, sehr viele Gespräche. Macht ihr mal die Stallarbeiten. Training beginnen. Schwert und Lanze auf Glaube und Reit. Wäre perfekt, ne? Ich weiß, aber wir möchten halt... Warum habe ich bei dir eigentlich Schwert drinne? Eventuell werde ich das jetzt gleich mal ändern. Vielleicht sollte ich das bei ihr wirklich ändern, weil sie benutzt kaum ein Schwert. Ja, wenn, dann benutzt sie Lanze und das tut sie auch selten. Das Schwert wirklich falsch. Keine Ahnung, warum ich das Schwert drin habe. Let's do it together. Okay, I'll help. Done. Ja, schön. Oh, da habe ich was gesehen. Raphael mit Pein. Sehr gut. Und ich glaube, Lysithia hat ihr Glaube auf A gebracht. Ja, das hat sie Abraxas erlernt. Marianne mit dem Axtbrecher. Helda mit Defensivtaktik. Schön. Gucken wir uns das doch gleich mal an, bevor wir jetzt in den nächsten Fight stürmen. Das interessiert mich. Erstmal bei Ziele und bei Marianne, bitte. Das ändern wir. Nicht Schwert und Glaube. Was? Nein, individueller Fokus, Lanze und...
Oh, sie hat den Schwert jetzt auch ein B erreicht, das ist schön. Wir machen bei dir Lanze und Reiten. Lanze und Reiten. Fertig. Nee, falsch. Inventar, Fertigkeiten, Lysithia. Nee. Was hat gerade wer was erlernt? Raphael hat Pein erlernt, ne? Das ist nicht hier. Oh, das sind immer so viele Sachen, die man lernt. Das hat er erlernt. Schiebt einen benachbarten Verbündeten zwei Felder weit weg. Naja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Du hast den Axtbrecher gelernt. Marianne. Verleiht beim Verwenden eines Schwerts gegen Axtkämpfer. Naja, Schwert benutzt du nicht viel. Lysithia hat Abraxas gelernt. Schauen wir uns das kurz an. Guckt euch das an! Er lernte Magie einfach alles. Abraxas, fortgeschrittene offensive Lichtmagie. Vernichtet Ziele mit dem Licht des Himmels. Übertreib halt komplett. Guckt euch Lysithia an. Vernunft, Autorität und Glaube auf A. Und Schwert auf B+. Dass sie ein Genie ist, ist auf jeden Fall deutlich zu sehen. Sehr gut, Lysithia, wirklich. Top-Schülerin. Einfach krass. Die anderen sind natürlich auch alle toll, aber Lysithia ist halt nochmal special, ne? Gut. Wir kämpfen. Ja. Wir kämpfen jetzt den optionalen Kampf. Und dann werden wir im nächsten Part Unterstützungsgespräche anhören. Und dann im übernächsten Part wahrscheinlich den Marsch zum Feld von Gronda. So ist der Plan. Fangen wir an. Kampf in den Bergen. So, da sind wir. Karte. 15 Gegner, ein Monster. Wir kennen die Map. Ist immer das gleiche. Was ist das für ein Monster? Hat ein Rostschwert. Okay. Sonst noch irgendwie ein Item hier? Die drei nicht. Oh, das sind richtige Krieger mit Silberäxten, Alter. Die werden auch reinhauen. Die sind sogar das gleiche Level wie wir. Das wird nicht einfach. Nee. Der Oberkick ist sogar Level 40 und hat einen Goldbeutel. Okay. Die haben alle Silber-Items. Das ist ziemlich stark. Silber-Axt, Silber-Schwert, Silber-Lanze, Silber-Bogen wahrscheinlich auch. Ja, ein Silber-Bogen. Gut. Fackeln wir nicht lange rum und gucken, wer mitkommt. Das dauert ja immer ein bisschen lange bei mir. Ich gebe es ja zu. Alles weg. Nur 10 Leute. Ich komme mit. Claude bleibt weg. Mercedes bleibt auch weg. Leonie ist Level 37. Die kommt mit. Alle, die Level 37 sind, packe ich erstmal rein. Shamir, Felix, Lorenz, Ignaz, Dorothea, Petra. Ja, sehr gut. 3 Adjutanten. Wer ist denn bei Level 38 hinten? Du. Annette kommt noch mit. Seth kann gerne mitkommen. Flayne kann noch mitkommen. Hilda. Marianne ist ziemlich gut gelevelt. Dann kommt Marianne nicht mit. Also Annette, Seth und Flayne. Obwohl Hilda eigentlich auch. Und Hilda als Adjutant wäre sogar, glaube ich, besser als Flayne. Obwohl Hilda ist ja stark. Ne? Nehmen wir Flayne mit heute. Flayne, Seth und Annette. Muss nur schauen, wer bei wem jetzt mitgeht. Hier. Felix hat mit Flayne schon ein Gespräch ready. Also kann ich Flayne bei Felix nicht mitpacken. Aber bei Ignaz, warum nicht? Packen wir Felix bei Ignaz rein. Zack. Dann hatte ich noch Seth. Genau, gucken wir kurz. Hilda kommt nicht mit. Bei Leonie kann ich ihn mitschicken. Obwohl, er ist ja ein Flugritter, ne? Weil er ein Flugritter ist, kann ich... Ich glaube, dann kann ich ihm niemanden mitschicken. Ist das richtig? Ich glaube, ne? Ja. Warte mal. Doch, geht. Geht. Dann ist super. So, wer war der andere? Wer war der dritte, der als Adjutant mitkommt? Annette. Annette hat ein Gespräch mit... Nur noch mit Felix. Und da ist schon ein Gespräch ready. Ha. Ja, Annette, ganz ehrlich, dann kommst du mit mir mit. Aber ich kämpfe ja nicht, ne? Ich werde ja nicht viel tun. Dann nehmen wir doch lieber Hilda mit. Mit wem hat Hilda noch ein Gespräch? Nur mit Zedith. Na super. Ja gut, dann nimm halt Annette mit und pack sie irgendwo anders hin. Keine Ahnung. Ich nehme sie halt mit. Ist egal, komm. Scheiß drauf. Speichern. Marktplatz. Kurz die Bataillone, falls ich das nicht schon gemacht habe. Okay, habe ich schon. Sehr gut. Und los geht's.
Ah, Idiot. Ich hab nicht geguckt, wer wo steht. Das war ziemlich dumm. Ja, dann müssen wir halt so arbeiten jetzt, ne? Verdammt. Vielleicht Cydia, du hast Abraxas gelernt. Ich würde gerne mal gucken, wie das aussieht. Holy shit. Alter, was ist das denn? Let's go. Alles klar. Alles klar. Ich brauche dazu nichts sagen. Das ist echt krass. Das ist wirklich krass. So, Felix, du bist auch kurz vor einem Level Up. Also kurz, in Anführungszeichen. Kannst du hier was machen mit dem Donnerschwert? Wahrscheinlichkeit 100% wäre besser. Dann machen wir... Oh, das hat eine sehr hohe Crit-Chance. Sehr gut. Da habe ich auf die Crit-Chance gehofft, wenn ich ehrlich bin. Und Level 38. Und seine Vernunft ist B. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Sehr schön. Just like that. So, beide sind jetzt schon Level 38 geworden. Das ist super. Du bist noch 500 Punkte entfernt. Du bist 900 Punkte entfernt. Du brauchst ein bisschen mehr Action, Dorothea. Ich weiß nicht, ob du den killen wirst. Ah, ganz knapp. Du kannst aber noch vielleicht critten. Mit 51 HP der Typ. Schade. Wir haben aber zwei Angriffe. Donnerschwert hat eine 11 Crit. Das hat 21 Crit. Dann machen wir das. Kein Crit, ist aber egal. Er hat nur ein HP. Juckt nicht. Der wird dich gleich angreifen, denke ich mal. Dann kannst du ihn killen. Ne, der geht auf Lysithia, ja. Dann kann ich vielleicht sogar sagen, Leonie, snackst du dir den Kill weg? Worum bist du besser? Dein Bogen muss sich verbessern. Deine Lanze ist bald auf A. Das sehe ich gerne. Snipe ihn einfach kurz weg von da. Falls das trifft. Er ist ja im Wald, ne? Ich Idiot. Aber es trifft. Okay, sehr schön. So, ich stehe hinter euch. Obwohl, ich habe ja einen Bogen, ne? Dann stelle ich mich da hin. Sollen die mich angreifen? So, ihr. Du hast noch 1000 Punkte. Noch 400. Oh, noch 1200. Petra, du musst sehr viel machen heute. Du hast schon fast ein Level Up. Und du brauchst auch noch ein bisschen was. Herr Raphael. Warte mal. Ignaz. Kann Raphael ihn one-shotten? Ist die Frage. Nein. Doch, mit den Silberpanzer hinten. Aber ich will dich in der Axt verbessern, ne? Gut. Kannst du ihn mit der Axt one-shotten? Ja oder nein? Nein. Dann wird dir jetzt Ignaz erstmal aushelfen. Ignaz geht hier hin. Worin ist er am besten? Bogen B+, Schwert B+, Vernunft B+. Ja, eigentlich alles gleich. Dann kannst du mit dem Schwert mal wieder angreifen. Falls das gerade schlau wäre. Das ist nicht schlau. Dann vielleicht mit Magic. Aber du brauchst ja nicht neben ihm stehen, ne? Dann stell dich mal dahin. Und mach mal mit Magic. Aber du darfst ihn nicht umbringen, ne? Du hast eine sehr hohe Crit-Chance. Der macht den Silberbogen. Wo 35? Bitte nicht critten, Ignaz. Okay, dann crit er halt doch. Das war jetzt nicht der Plan. Eigentlich sollte das Raphael erledigen, aber egal. Dann Raphael holt sich halt einen anderen Kill. Ist nicht schlimm. So, Petra, du musst sehr viel machen. Kannst du den one-shotten? Ich glaube ja nicht. Nur knapp. Okay, dann wird Lorenz sich von da... Nee. Von da kannst du auch nichts machen. Okay, dann hier mit Magic bisschen. Ja, aber nicht umbringen, genau. Dann mach mal... Joa, Ragnarök. Sehr gut. Und Petra wird sich jetzt den Kill snacken. In was bist du am besten? Dein Bogen muss sich verbessern. Kannst du von da angreifen? Nur mit Schweifschuss. Jetzt steht Lorenz im Weg, ne? Aber du kannst auch trotzdem mit hier mit Bogen angreifen. Nee, kannst du nicht. Dann warte mal. Ah, er kann halt nur wirklich dastehen. Egal. Dann wird Petra ihn halt mit was anderem killen.
Ist jetzt nicht schlimm. So. Greif ihn an mit was auch immer du möchtest. Hauptsache der Typ verreckt. Das arme Pferd, aber hey, genau so muss es. Decent Form. So, Shamir, du kommst hinterher. Jetzt greifen die an. Geh ruhig auf Petra, das braucht sie, die Erfahrung. Hat leider kassiert. Nicht schlimm, zack und zack. Aber mir ist was aufgefallen, wir haben kaum Heiler mit. Aber Dorothea hat, glaube ich, Dings. Purgativ. Oh, der Doppeldodge. Ignaz. Geil. Der greift mich an. Pff. Auf gar keinen Fall. Du auch gerne, wenn du möchtest. Probier's. Das Monster greift an. Hat sogar fast den Schurken schon gekillt. So. Hier. Stimmt, Lorenz hat doch eine Heilung. Kann er gleich mal machen. Sehr gut. Bleib da. Worin bist du besser? Genau. Deine Lanze sollte sich verbessern, Shamir. Lanze. Boah, die Crit-Chance ist echt verdammt hoch. Du wirst zwar sehr kassieren, falls du getroffen wirst, aber trotzdem, mach es. Sehr gut getroffen. Und gedodged. Das war der... So hätte es ablaufen müssen. Genau so. Das war gut. Du brauchst Kills, ne, Petra? Und Raphael auch. Dann stellt sich Ignaz kurz hier hin. Oder er stellt sich da hin. Raphael wird den mit der Axt umbringen. Seine Axt ist bald auf A. Ich kann es kaum abwarten. Und auch er ist jetzt Level 38. Sehr schön. Petra, wird Zeit. Jetzt kannst du den Bogen den killen. Einfach vom Pferd gesniped. Sehr schön. Geil. Das war gut. So, wer ist hier noch Level 37? Dorothea muss noch sehr viel machen. Leonie kann. Eigentlich auch schon bald. Genau, dein Bogen. Oh, deine Lanze. Vielleicht bringen wir erstmal deine Lanze auf A. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Ich will nur schauen, wie sieht's aus? Das ist sehr mies. Ja, das ist sehr mies. Dann machen wir das auf jeden Fall nicht. Wie sieht's bei dir aus, Dorothea? B, B, B plus, B plus. Du musst mal wieder mehr mit Magic machen. Das lässt sich einrichten. Mit Thoron könntest du ihn... Ja, mach Thoron, juckt nicht. Dieser eine HP. Jetzt kann aber Leonie mit der Lanze da angreifen. Yep. Tot. Level 38, sehr gut. Du machst jetzt erstmal wieder nichts mehr. Deine Lanze ist auch kurz vor A. Das ist sehr schön. Stell dich mal... Ach, du kannst dich nicht zurückstellen. Dann bleib da. Du. Hier ist jetzt hier so ein richtig unnötiger Keck. Also Lysith hier wird ganz schnell aufleveln. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das mal Felix erledigen. Mit Miasma, warum nicht? Schließlich hast du die Dunkelmagie nicht umsonst gelernt. Und da ist auch der Crit. Sehr gut. Du kannst ja immer noch Teleport machen. Dadurch kannst du auch Erfahrungspunkte kriegen. Alter Schwede, hat das Erfahrungspunkte gebracht, oder was? 200 oder so? Richtig krass. Ich kann hier nochmal Heilung machen. Das gibt Erfahrungspunkte für mich und für Annette. Sehr gut. Dorothea wird dir auf jeden Fall den nächsten killen. Der greift jetzt das Monster an. Das war wahrscheinlich keine gute Idee. Vor allem, weil er nicht mal getroffen hat und jetzt stirbt. Oh, er dodged.
Kurz vorm Tod ist er nochmal gedodged. Keiner hat das Monster getroffen bisher. Ziemlich schwach. Ne. Da ist nicht wirklich was passiert. Der hat eine gute Rüstung. Das Monster kann ihm gar nichts. Oh. Jetzt will er sein Opfer aber umbringen. Der wird sterben. Höchstwahrscheinlich. Yep. Einfach vanished. Du bist noch Level 37. Du wirst mal hier oben dann einen von den beiden da killen. So, was macht ihr jetzt? Weil ihr habt den Oberkeck auf eurer Seite. Oh, Shamir ist noch Level 37 und Petra und Ignaz und Lorenz. Oh, ihr müsst echt noch sehr viel machen. Alter Schwede, Raphael, du machst gar nichts mehr. Du lässt mal die vier das hier erledigen. Du kannst heilen. Warte mal, Raphael, dann packen wir dich dahin. Pack mal Lorenz hier hin, der heilt dich mal kurz. Weil er braucht Erfahrungspunkte. Und Blau auf C, Erholung erlernt. Schön. Shamir, ich guck nur kurz, was du anrichten kannst. Ach, die sind schwach gegen Bogen, ne? Glaube ich. Oh ja. Ja. Machen wir die Salve? Nee, ne? Greifen wir normal an? Wir machen das. Going for the kill. Going for the kill. Das habe ich gehofft, dass sie crittet. 69, sehr schön. Und Level 38. Gut, dann hat auch sie Level 38 erreicht. Dann wird sie jetzt mal wieder nichts tun. So, die anderen kommen jetzt ein bisschen näher. Du kannst ja von da wieder mit dem Bogen angreifen. Auch wenn es nicht viel Damage macht, Hauptsache du triffst und machst Schaden. Erfahrungspunkte ist das A und O hier. Fast Level 38. Ignaz, du musst auch mal wieder ran. Kannst du von Magic? Nee. Kannst du von da mit Magic treffen, wollte ich sagen. Leider nicht. Egal, nicht schlimm. Du kannst Teleport machen. Ja, teleportier mal die Dorothea nach oben. Kannst du nicht. Achso, dann muss ich dich da hinstellen. Kannst du von hier Teleport machen? Ja. Ich könnte sie gleich hier oben hinbringen. Ich weiß nicht, ob es gefährlich wäre. Egal, sie macht es. Der Dorothea wird schon nichts passieren, gerade weil Leonie hier auch schnell aufschließen kann. Sie kann sogar mit der Kampftechnik jemanden da oben verletzen und sogar umbringen, also... Nee, also jetzt umbringen brauchst du nicht, aber du kannst da schon mal hingehen, auf jeden Fall. Du auch, so nah du kannst, ich komme auch mit, so dass nichts passiert. Dorothea, mach mal ein bisschen was. Du hast ein Rapier. Mach Donner. 50 mal 2, das ist sehr krass und immer noch kein Level 38. Aber egal, das Monster ist da und das Monster wird dir helfen, Level 38 zu erreichen. Der greift jetzt zweimal Ignaz an. Aua. Gut, einmal gedodged, wenigstens das. Gefährlich. Oh oh. Okay, der greift nur einmal an und trifft sogar nicht, sehr gut. Gefährlich, echt gefährlich. Aufpassen, Leute. Er greift das Monster an und trifft immer noch nicht. Niemand hat das Monster getroffen. Krass. Oh, das Monster geht auf Dorothea. Sehr schön. Soll er ruhig. Trifft. Sie crittet. Hat sogar das Monster fast gewone-shottet damit mit dem Crit und ist Level 38. All this power just to survive. Okay. Dann kommt ihr mal so nah wie möglich wieder hier hin. Ich kann da gerne hin. Und mach mal eine Heilung auf sie. Zack. Und schon geht sie wieder besser. So, noch 1400. Noch 1100, noch 900, noch 800. Oh, du machst mal hier den HP-Bar von dem Spast weg. Schöne Erfahrungspunkte bekommen. Sehr gut. So, wer ist jetzt hier noch? Du musst... Ich weiß nicht. Du kannst nur bis dahin gehen. Ich bring mal Petra da weg. Da ist der Oberkeck. Level 40.
wo Ignaz muss am meisten machen. Obwohl, nein, Lorenz muss noch sehr viel tun. Alter Schwede. Kann Ignaz den Oberkeck schwächen, sodass Lorenz den Kill kriegt? Aber die Crit-Chance ist wieder so hoch, ne? Bitte nicht critten. Okay, kein Crit. Wir werden sehen, ob das jetzt reicht für Lorenz. Der kommt da nicht mal hin. Erstmal muss Petra da weg. Du kannst den da angreifen, wenn du machen möchtest. Zack. Und der Crit sogar. Wird es ihn töten? Nein. Um ein HP nicht gekillt. Krass. Und sie ist Level 38 geworden. Okay, dann macht sie jetzt auch nichts mehr. Wer muss denn jetzt noch? Du musst noch. Und Lorenz muss noch sehr viel. Und Lorenz kann von da nicht angreifen. Und er greift Ignaz an. Und bringt ihn sogar um? Oh oh. Raphael, warum kann Raphael so weit ziehen, aber Lorenz nicht? Ach, für Kavallerie schwierig zu durchquerendes Gelände. Was, wenn ich vom Pferd absteige? Wenn ich vom Pferd absteige, kann ich. Sehr gut. Zum Glück habe ich das bedacht. Du kannst, worin bist du am besten gerade? Lanze ist A, sehr gut. Vernunft ist B+, Glaube ist C. Aber eigentlich ist alles in Ordnung bei dir. Ja, warte mal, dann kill ihn mit irgendwas, mit was auch immer du möchtest. Er ist beritten, also kannst du gerne die Astrallanze nehmen. Brauchst du die Astrallanze nehmen? Du könntest auch Magic machen. Dann mach Magic. Obwohl du jetzt vielleicht kassierst. Ja, nicht schlimm. Das bisschen HP da. Sehr gut, das hast du gebraucht, ey. Level 38, er hat den Oberkick gekillt. Goldbeutel bekommen. Sehr gut, 38, Ignaz. Ignaz muss den Keck hier killen. Aber der ist gerade, warum auch immer, auf Chemie fokussiert, deswegen packe ich sie mal hier weg. Genau. Raphael, kann ich irgendwas mit dir noch machen? Du kannst sammeln machen, wenn du willst. Und Leonie? Puh. Noch 1000, noch 900, noch 800. Ja, Dorothea ist eigentlich auch ziemlich gut. Ich auch. Ja, dann schwäch den mal ein bisschen. Schwächen, nicht umbringen. Alter Schwede. Wenn ich den jetzt mit Leonie umbringe, dann wird Leonie beim nächsten Mal nicht mitkommen. Weil dann wird sie safe Level 39. Aber egal, dann macht sie es halt. Ein HP war komplett hops genommen einfach. Rostschwert bekommen, sehr gut. Oh, der Keck geht jetzt auf Leonie gleich. Oh, Ignaz kann leider nicht kontern. Egal, Ignaz wird ihn jetzt gleich umbringen. Das juckt nicht. Okay. So, Lorenz, du kannst ja noch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen, wenn du den Ignaz heilst. Erholung war Dings, ne? Was war Erholung? Ach so, Erholung ist diese komplette Aufladung. Stimmt. Schwert war B+, Bogen ist B+, Vernunft ist sogar am besten. Ja, dann greif mal mit dem Schwert an, Mann. Muss mal wieder was mit dem Schwert machen. Ja. I took care of it. Level 38. Jetzt sind, glaube ich, alle Level 38 geworden. Das ist sehr schön. Genau das, was ich wollte. Alle haben Level 38 erreicht. Manche sind halt noch ganz am Anfang von Level 38, aber das Hauptziel war halt, dass jeder Level 38 erreicht. Wer kriegt jetzt den Kill hier? Eventuell nehme ich den Kill, damit Annette ein bisschen Erfahrungspunkte noch bekommt. Was bin ich eigentlich am besten? Mein Bogen ist einfach D+. Ich muss mal ein bisschen was mit dem Schwert machen, das geht ja gar nicht. Ich bin Anfang B+ mit dem Schwert. Kill ihn einfach. It won't be in vain.
13.200 Gold erhalten. Alter, warum denn so viel? Krass, und Leonie ist die Heldin. Kampf in den Bergen in 5 Zügen geschafft. Ein Kampfpunkt habe ich noch. Ich könnte also noch einen optionalen Kampf, die Monsterjagd in der Wüste könnte ich noch machen. Nee, braucht nicht sein, oder? Kann ich den Tag auch abbrechen? Ja, freien Tag beenden und Kurs dazu. Ja, machen wir es so. Gronder Field should be around here, right? But it's so foggy. Even if there were enemies here, we'd never know it. I recall the terrain from the Battle of the Eagle and Lion, but without the ability to see the enemy's formation. Our enemies are subject to the same conditions. We'll just have to wait for the fog to clear up. Speaking of enemies, what do you think became of those unidentified troops? Any follow-up reports? We haven't heard anything since. If they were headed this way... Well, I'd like to avoid being caught by surprise, but we can't make use of our scouts because of this fog. It's hard to predict this fight. There's no way to know what will happen. Wir sollten Ruhe bewahren. Of course. The morale of our allies would be crushed if we let them see us shaking in our boots. Your guidance is going to be crucial, Teach. Now more than ever. Do whatever it takes to lead us to victory. Ich gebe mein Bestes, Claude. Glaub mir. Ich glaube, das war gerade das allererste Mal, dass ich einen Tag vorzeitig beendet habe. Weil wir hatten noch einen ganzen Kampf Aktivitätspunkt. Das heißt, ich hätte locker noch einen ganzen Kampf mit richtig Erfahrungspunkten machen können, aber habe das nicht gemacht. Das ist wirklich, glaube ich, das allererste Mal gewesen. Ah, jetzt, wo ich das Wort lese. Examen. Leute, ich habe Examen machen lassen. Ist euch das aufgefallen? Weiß ich gar nicht. Flayne ist jetzt ein Grimori geworden. Beherrscht alle Formen der Magie. Stark gegen Gegner mit hoher physischer Verteidigung. Das habt ihr, glaube ich, gerade bei Ignaz gesehen, als sie als Adjutant dabei war. Genau. Und ich hatte noch... Ich hatte noch jemanden zum... beim Examen irgendwie was gemacht, aber ich erinnere mich nicht mehr. Raphael. Raphael ist jetzt ein Kriegsmeister, meisterlich mit der Axt und im Faustkampf, pulverisiert den Gegner mit bloßer Stärke. Sehr gut. Ich glaube, ich hatte noch irgendwen, aber ich erinnere mich einfach gerade gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Genau, Hilda möchte ich eventuell noch zur Kriegerin machen, aber dafür muss die Axt auf A oder höher sein. Und außerdem muss sie erstmal das hier meistern. Ich möchte ab jetzt... nur Examen abschließen für die Schüler, wenn sie ihre Einheit gemastert haben. Das heißt, sie mache ich erst zur Kriegerin, wenn sie ihren Festungsritter gemeistert hat. Also ich könnte sie jetzt zum Krieger machen, 70%ige Erfolgsquote ist ziemlich hoch. Aber ich möchte erstmal, dass sie ihren Festungsritter meistert, bevor ich das dann wechsle. Und wenn es geht, halt in die Ultima-Stufe, aber bei Hilda ist da gerade gar nichts. Genau, ich gucke mir Offscam noch ein paar an und eventuell werde ich noch einige andere Schüler Examen machen lassen. Wir gehen kurz zur Bataillonsgilde und stellen hier alles wieder her. Gut. Genau, jetzt steht die Mission an. Richtig. Ich gucke mal kurz bei den Unterstützungsgesprächen. Wie viele haben wir? Ein Gespräch, zwei Gespräche, drei Gespräche, vier, fünf, sechs. Ich glaube, sechs Gespräche ungefähr haben wir. Wird also nicht viel sein. Ich weiß nicht, ob ich das dann doch im nächsten Part machen will. Ich gucke mir das noch an. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Werde ich dann schon entscheiden. Ja, sonst noch was? Haben wir sonst noch irgendwas, worüber wir reden können? Ich glaube nicht, das war's für die Folge. Ist ja auch genug, ne? Mehr muss ja nicht sein. Gehen wir kurz auf Mission und lesen uns noch das hier durch. Mission, Schlacht bei Gronda. Auf dem Feld von Gronda, wo die Adler-Löwenschlacht einst stattfand, treffen die Haussprecher nach 5 Jahren erneut aufeinander. Doch diesmal ist das Kräftemessen von Kaiserreich, Königreich und Allianz keine Übung mehr. Und das Kaiserreich und das Königreich wird fallen. Die Allianz wird siegen. Und dafür werde ich
Sorgen. Und wenn ihr das sehen wollt, schaltet unbedingt die nächste Folge von Fire Emblem Three Houses ein. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir da Gespräche machen werden oder ob wir kämpfen werden. Vielleicht mache ich auch beides. Kurz die Gespräche abhören und dann los. Je nachdem, wie viele Gespräche wir haben. Oder wir hören uns gar keine Gespräche an und fangen direkt mit dem Fight an. Das geht auch. Mal gucken. Aber ja. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bleibt clean. Until next time. Habt eine wunderschöne Zeit. Einen wunderschönen Tag. Wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr das guckt. Und bis zur nächsten Folge von Fire Emblem Three Houses. Bye, bye.